Hallo und herzlich willkommen. Es ist schon eine ganze Weile her, dass wir hier ein Fantex-Gehäuse getestet haben. Dafür haben wir heute ein ganz besonderes Modell und zwar das Evolve X. Eigentlich nur ein Midi-Tower, aber ein Midi-Tower, der es in sich hat und zwar vor allem für die Nutzer, die eine Eigenbauwasserkühlung nutzen wollen. Wer die Evolve-Serie kennt, der wird jetzt nicht so wirklich überrascht sein. Auch das Evolve X greift dieses bekannte, industriell anmutende Design auf. Und auch die Materialwahl ist wieder ganz ähnlich. Das heißt, wir haben einen soliden Stahlkorpus und außenrum ja, jede Menge Aluminiumpaneele, mattes, sandgestrahltes Alu. Das wirkt ein bisschen moderner als das gebürstete Aluminium und macht hier einfach einen schicken Eindruck. Dazu ungemein hochwertig, weil hier auch die Materialstärke sehr respektabel ausfällt und dadurch dann ja insgesamt aufgewertet und auch deutlich wertiger, als es jetzt dieses Stahlgrundgerüst erstmal vermuten lassen würde. 2018 ist natürlich selbstverständlich, dass wir auch Glas haben. Und zwar ja auf der linken Seite einmal mit schönem Blick in den Innenraum. Auch auffällig, dass das Ganze hier nett ja, maskiert wird drumherum, ja, also hier schön diesen schwarzen Streifen haben. Und ja, wir haben dann auch auf der rechten Seite Glas. Das ist immer so ein Problem, weil man dann natürlich die Kabel schön sieht, aber beim Evolve X ist es aus meiner Sicht sehr, sehr elegant gelöst worden. Okay, wir haben hier den 8-Pin-EPS-Strang jetzt hochlaufen. Ansonsten sieht man hier aber kaum Kabel, schlichtweg deshalb, weil es hier Abdeckungen gibt, die dann sowohl den Kabelkanal als auch die Netzteilkammer komplett verdecken und damit dann verstecken. Ja, Montage dieser Glasseitenteile wirkt erstmal rätselhaft. Wir sehen hier auf der Rückseite, es gibt Scharniere, das heißt, es ist als Tür ausgeführt. Wenn man es jetzt hier aber drückt, geht das bei Auslieferung erstmal nicht auf, es sei denn, ja, wir haben einfach schon die Schrauben gelöst. Ab Werk sitzen hier nämlich zwei Rändelschrauben hinter der Front und das heißt, ich muss eigentlich immer die Front demontieren, um die Türen öffnen zu können. Finde ich ein bisschen mühsam. Wenn man Glück hat, halten die Türen auch so. Bei unserem Sample ist es aber so, dass auf der rechten Seite das Kabelmanagement dann die Tür doch gerne mal aufdrückt und deswegen habe ich da eben jetzt auch noch die Schrauben festgedreht. Bei Gehäusen, die so viel Wert auf Design legen, ist ja dann immer die Frage, wie dann die Lüfterplätze noch gestaltet wurden, wie die Lüfter wirklich auch an Frischluft kommen, beziehungsweise die Luft dann ordentlich nach draußen pusten können. Und das ist beim Evolve X noch ganz passabel gestaltet worden. Wir haben hier nämlich die Front ja mit umlaufenden Luftschlitzen. Das heißt, dieses Hauptpanel ist ein ganzes Stück weit nach vorne versetzt und die Lüfter haben hier ordentlich Spielraum, um wirklich Luft anzusaugen, zumal das Ganze dann hier auch noch ein bisschen nach innen gewölbt wird und dann also dieser Luftschlitz nochmal breiter wird. Im Deckelbereich ist es so, dass wir hier ja an beiden Seiten diese Luftschlitze haben, die auch relativ großflächig noch ausfallen. Was da allerdings fehlt, sind Staubfilter. Muss man also darauf vertrauen, dass sozusagen der Luftdruck der Deckellüfter möglichst den Staub abhält. Im Frontbereich werden wir dann die Staubfilter uns gleich noch ansehen. Vorher aber hier der Blick aufs I/O-Panel, ganz elegant versteckt hier hinter dieser Klappe und auch sehr ordentlich ausgestattet. Zweimal USB 3.0 ist klar, dazu gibt es aber auch USB 3.1 Typ C, die Audiobuchsen und wir sehen hier auch zwei kleine Tasten. Das sind die Tasten für das integrierte RGB-Beleuchtungssystem. Da haben wir einmal die Möglichkeit, den Beleuchtungsmodus zu wechseln und die andere Taste wechselt die Farbe bzw. bei mehrfarbigen Effekten das Farbspektrum. Was uns natürlich noch fehlt, sind richtige Bedienelemente für das eigene PC-System. Dafür gibt es hier ja, ein Power-Taste im Deckel, das war's, also kein Reset-Taster und auch die Status-LEDs fehlen. Dafür hat man ja eben das RGB-Beleuchtungssystem. Wenn man nun diese Rändelschrauben für die Seitenteile aufdrehen möchte oder aber an den Staubfilter möchte, dann kann man einfach das Panel hier im oberen Bereich nach vorn ziehen. Unten ist es einfach eingehängt mit diesen ja, kleinen Füßen und so lässt sich es dann einfach rausnehmen und genauso unkompliziert dann auch wieder reinsetzen. Das einfach reinsetzen und reindrücken. Denkbar unkompliziert gelöst das Ganze. Dahinter sehen wir dann auch gleich diesen großen Staubfilter, der sich genauso unkompliziert entnehmen lässt. Der ist also wirklich denkbar einfach zu reinigen. Das Kühlsystem stützt sich ab Werk auf drei 140 mm Lüfter, zwei an der Front, einem im Heck.
allesamt unbeleuchtet. Das heißt, das Beleuchtungssystem muss ich ja auf irgendwelche anderen RGB-LEDs stützen. Ich habe am Anfang erstmal nicht schlecht geguckt, weil ich hatte hier die Front einfach zur Seite gelegt und dann hier die LEDs irgendwo gesucht. Die sitzen aber tatsächlich direkt hinterm Frontpanel, bekommen ihren Strom hier oben über diese Konnektoren und werden dann schön indirekt im Prinzip beleuchtet. Das heißt, das Licht wird dann einfach hier reflektiert und wir werden dann noch sehen, dass das ganz effektvoll rüberkommt. Hier im Seitenbereich sehen wir dann schön diese Ränderschrauben, die jetzt die Seitenteile oder das eine Seitenteil hier noch halten. Also auch da jetzt das Ganze gut zu sehen. Und ein kleines, aber interessantes Detail. Es gibt hier einen sogenannten Drainport, beziehungsweise die Öffnung für ein Drainport. Das heißt, da können wir bei einer Wasserkühlung sozusagen eine Abflussöffnung da unten nutzen. Irgendwie muss natürlich die Kühlflüssigkeit auch erstmal in die Wasserkühlung gelangen und dafür kann man, wenn man das mag, einen Fillport nutzen. Die entsprechende Aussparung gibt es hier in der Radiatorenblende unterm Deckel. Der Alu-Deckel lässt sich einfach abnehmen, der wird nur von diesen beiden Rändelschrauben gehalten, also auch wieder sehr nutzerfreundlich gelöst und auch diese Radiatoren- bzw. Lüfterblende selbst ist ja sehr komfortabel gestaltet worden. Die lässt sich nämlich einfach entnehmen, wenn man hier die Rändelschrauben löst und damit hat man dann die Möglichkeit, Radiator und Lüfter außerhalb des Gehäuses zu montieren und das Ganze dann am Ende halt wieder mit der Blende zusammen einfach reinzusetzen. Unterm Deckel maximal ein 360 mm oder ein 280 mm Radiator möglich. Wer den 420er nutzen möchte, also den Radiator mit drei 140 mm Lüftern, der kann das hinter der Front erledigen. Damit sich so ein Frontradiator überhaupt montieren lässt, hat Fantex das Areal hier relativ flexibel gestaltet. Wir haben hier erstmal Kabelabdeckungen, die sich hin und her schieben lassen, die wir also auch flexibel anpassen können. Wir können ja auch komplett rausnehmen. Wir haben hier vier Laufwerkskäfige für 3,5 Zoll Laufwerke mitgeliefert. Die lassen sich hier wie in einem Laufwerkschacht übereinander getürmt einbauen oder aber eben auch entnehmen. Und wir haben vor allem auch eine schöne Aussparung hier in der Netzteilabdeckung, die viel, viel Platz für auch leistungsstarke Radiatoren lässt. Das heißt, wenn ich jetzt den Käfig hier rausnehmen würde, könnte ich hier eben relativ unkompliziert maximal auch diesen 420er Radiator unterbringen. Ja, Kabelabdeckung ist hier generell recht innovativ gelöst. Wie gesagt, die lassen sich einfach verschieben, je nachdem, wie ich eben die Kabel hier rausführen möchte. Das gilt dann auch hier für diese kleine Abdeckung im Deckel über dem Netzteil. So kann ich also mich frei entscheiden, ob ich das Kabel hier lang führe und wenn ich das dann eben einfach mal verschwinden lassen will oder nicht benötige, dann lässt sich das hier wieder reinstecken und die Abdeckung dahinter einfach ja, schließen. Grundlegend haben wir natürlich wieder einen Zweikammeraufbau, also diese ganz gängige Form mit der Netzteilkammer unten, der Mainboardkammer oben drüber, aber eben mit so ein paar netten Details, wie dann auch hier dem Sichtfenster fürs Netzteil. Das heißt, wir können hier tatsächlich seitlich auf das Netzteil schauen, ohne aber die Kabel sehen zu müssen. Netzteilstaubfilter darf natürlich nicht fehlen, der lässt sich hier nach hinten rausziehen, also ist auch denkbar unkompliziert zu reinigen. Für die Montage nutzt Fantex eine Netzteilblende. Die wird hier einfach dann mit zwei Rändelschrauben wieder befestigt, nachdem man Netzteil und Blende von hinten in das Gehäuse hineingeschoben hat. Was wir natürlich auch sehen, das sind dann die Erweiterungskartenslots und zwar mal bemerkenswerterweise gleich drei vertikale Slots. Also wer wirklich so eine richtig dicke Triple-Slot-Grafikkarte hat, der kann selbst die hier vertikal montieren. Riser-Kabel ist allerdings optionales Zubehör. Optionales Zubehör ist beim Evolve X generell ein Thema und zwar nicht unbedingt ein erfreuliches. Das Gehäuse wird nämlich nicht so ganz vollständig ausgeliefert. So fehlen hier die drei Montagehalterungen für die 2,5 Zoll Laufwerksplätze in der Mainboard Tray und auch die Pumpenhalterung, die man am Boden montieren kann, ist eben nur optionales Zubehör. Bei anderen Bauteilen kann ich es verstehen. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, das Gehäuse sogar noch mit einem Zweitsystem zu bestücken. Dann haben wir zusätzlich noch ein Mini-ITX-System montiert und der Mainboard-Tray dafür und das nötige Fantex-Netzteil, was zwei Systeme versorgen kann, die sind dann natürlich aufpreispflichtig. Das ist okay, aber gerade hier bei diesen Laufwerkshalterungen, da habe ich doch so ein bisschen meine Bauchschmerzen. Das wären nämlich auch meine bevorzugten Laufwerksplätze gewesen. Stattdessen habe ich jetzt unsere Test-SSD hier hinter einer dieser Abdeckungen montiert. Das geht auch, aber da gefällt mir das nicht so ganz, dass man die Kabel hier doch recht rumbiegen muss und die sollten an der Stelle auch wirklich ziemlich flexibel sein. Ja, wir haben ein
beiden Abdeckungen 2,5 Zoll Laufwerksplätze, ganz einfach nutzbar. Da sind jetzt überall diese Gummipuffer drin, die sich rausdrücken lassen und die geben dann einfach die entsprechenden Montageöffnungen für 2,5 Zoll Laufwerke frei. An jeder Halterung 3 Stück maximal möglich, also 6 Laufwerksplätze alleine an diesen Halterungen. Dahinter, ja, sehen wir auch relativ viel Ordnung, und zwar einfach deshalb, weil Funtex hier überall diese praktischen Klettverschlüsse verbaut und wir die Kabel entsprechend genau da lang führen und bündeln können, wo wir sie eben brauchen. Das adressierbare RGB-Beleuchtungssystem lässt sich wahlweise über die gezeigten Tasten vorne oder aber über ein geeignetes Mainboard bedienen. Wenn man die Lüftersteuerung nutzen will, muss man das generell über das Mainboard erledigen. Das heißt, das ist also eine typische PWM-Lüftersteuerung, die eben über ein PWM-Signal geregelt wird. Anschließend lassen sich hier aber nicht nur PWM-Lüfter, sondern auch 3 reine 3-Pin-Lüfter und dazu gibt es dann hier noch diesen weißen Anschluss, das soll ein Kombi-Anschluss für 3- und 4-Pin-Lüfter sein. Das Ganze also hier auch recht elegant versteckt und positioniert, das heißt, wir können hier die Lüfter auch einfach von unten ranführen im Kabelkanal und sie direkt dann dort anschließen. Ein RGB-Beleuchtungssystem gehört beim modernen Gehäuse ja schon fast zum guten Ton. So elegant gelöst wie beim Evolve X wird es allerdings nur sehr selten. Die Front-LED-Streifen werden wunderbar von diesem matten Alu dahinter reflektiert, sodass wir hier regelrechte Leuchtflächen an beiden Seiten haben. Dazu kommt dann auch eine ganz elegant gelöste Beleuchtung hier im Innenraum. Und zwar haben wir da einfach einen Leuchtstreifen an der Oberkante der Netzteilabdeckung. Fällt erstmal gar nicht auf, wenn man das Gehäuse nicht in Betrieb hat. Und auf einmal sieht man, okay, auch da sind RGB-LEDs integriert. An beiden Stellen sind das adressierbare RGB-LEDs, deswegen eben auch solche schönen Regenbogeneffekte möglich. Und wir haben dann natürlich die Möglichkeit, das Ganze eben individuell anzupassen, schon hier durch die Tasten. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, dass dieser Regenbogen ja einfach ein bisschen einfacheres Farbspektrum haben soll. Hier zum Beispiel jetzt einfach nur grün-gelb im Wechsel. Und ich kann natürlich auch dann zwischen verschiedenen Effekten durchschalten und das Ganze zum Beispiel schlicht einfarbig beleuchten. Hier eben verschiedene Radar oder Atemmodi ist also alles mit an Bord. Und damit haben wir hier ein wirklich, wie ich finde, sehr überzeugendes Beleuchtungssystem. Wer ein Wasserkühlungsgehäuse sucht, der landet schnell bei sehr großen Full- bzw. Big Towern. Erst dort hat man dann meistens diese richtig großen Radiatorenplätze, zum Beispiel auch für 420er Radiatoren und zusätzliche Möglichkeiten, um zum Beispiel den Ausgleichsbehälter unterzubringen. Funtex schafft es, dass beim Evolve X diese Möglichkeiten auf recht kompaktem Raum schon geboten werden. Es ist ein MIDI Tower. Jetzt kein besonders kompakter, aber eben trotzdem noch ein MIDI Tower und damit spart man eben im Vergleich zu anderen Wasserkühlungsgehäusen doch auch ein bisschen Platz. Dazu wirkt das Gehäuse ungemein elegant. Es profitiert von der gewohnten Evolve Optik und es profitiert jetzt natürlich auch von neuen Ausstattungsmerkmalen wie den Glasseitenteilen und dieser sehr gefälligen ARGB Beleuchtung, die hier integriert worden ist. Dazu ist es auch sonst funktional absolut zeitgemäß. USB 3.1 Typ C ist dabei. Wir haben auch so ein paar innovative Lösungen wie diese verschiebbaren Kabelabdeckungen, die Laufwerksplätze an den Blenden hier für das Kabelmanagement. Das macht insgesamt einen sehr durchdachten, stimmigen Eindruck. Kleines Manko ist sicherlich diese Aufpreispolitik beim Zubehör, auch bei Zubehör, was man vielleicht doch gleich gerne von Anfang an mit dabei hat. Und das trübt dann auch so ein bisschen das Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir liegen hier so schon ohnehin bei knapp 200 Euro und wenn ich dann vielleicht noch 20, 30 Euro für Laufwerksträger oder Pumpenhalterung dazulegen muss, dann verschiebt sich das Preis-Leistungs-Verhältnis natürlich ein bisschen ungünstig. Trotzdem, wenn man eine Eigenbauwasserkühlung in einem relativ kompakten Gehäuse montieren möchte, dann ist das Evolve X eine ziemlich hervorragende Wahl. Und das werden wir dann sicherlich auch in unserem Testbericht zu sehen. Da gibt es ja noch Messungen und das ausführliche Fazit. Der Test erscheint dann demnächst auf hardwarelux.de.